Das werden wir uns doch direkt mal zu Gemüte tun, wenn das nicht zu lang ist. Darf ich vorlesen oder liest jemand anders vor? Und bla 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 bla, das ist was anderes. Dann liest du vor. Dieses Soloband enthält eine Upgrade-Datei für den... Was steht da? Becken? Becken. Becken-Roboter-Assistenten. Autodoc. Heißt so viel wie das Ding, was ich eben angesprochen habe, dieser runde Tisch. Den kann ich damit upgraden. Juhu. Nice, was okay. Was ist das für eine Kiste? Metallkiste. Oh, Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld. Hier kann ich nicht rein, habe ich recht. Nö, kann ich nicht. Blaue Wände halten alles auf. Ich glaube, da musst du oben das... Hast du das Terminal gehackt? War ein Terminal. War da ein Terminal? Gut, dass ich dich habe. Ja, auf dem Schreibtisch. Gut, dass ich dich habe. Ich habe es nämlich nicht gesehen. Da rechts, da, oder? Was war das, ein Terminal? Was? Nein, also... Nein. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade runtergefallen. Doch, oben. Nicht das. Ich guck nur gerade. Ja, und ich... Da, und dann nach rechts. Oder? Oh, doch, das da hinten ist ein Terminal. Genau das habe ich gemeint. Nein, den habe ich noch nicht gehackt. Aber der funktioniert sogar, den hätte ich doch eigentlich sehen müssen. Ich habe doch gesagt, da guck mal. Aktivieren Terminal. Sierra Madre. Oh, das interessiert mich. Ich hörte einen der Manager erwähnen, dass egal ob Sinclair es weiß oder auch nicht, dass Sierra Madre ein Testfall für den Autodoc und die innovative Gifteforschung sei. Vielleicht haben sie nur Witze gerissen, aber diese Art von Witzen jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken, wenn ich von einem dieser Gifte vergiftet werden würde. Ich würde niemals in einen dieser V17 Autodocs hier kriechen, wenn mein Leben davon abhinge. Allein die medizinische Technik für diese Traumanzüge lässt mich wünschen, dass sie ihre Forschung auslöschen. Die Anzüge denken mehr als die Menschen, die in ihnen stecken. Gruselig. Soll ich das auch noch vorlesen? Was? Ja, oder das kann ich gerne machen, wenn du möchtest. Lass du mal. Der Y17 Traumaharnisch war viel erfolgreicher, als wir auch nur erahnen konnten. Die Testharnische... Ach, was ist das denn für ein Wort? Okay, naja. Testharnische. Ja, das ist mir schon klar, bloß... ja, das ist total merkwürdig, wie dem auch sei. Waren in der Lage, die Bewegungsfunktionen eines verletzten Subjekts zu übernehmen und sie heim zur Basis zu begleiten. Wir werden sehen, was sich entwickelt. Wenn sie erstmal genug neuroautomuskulare Bewegung aufgezeichnet haben, um eine größere Bandbreite als Verhalten zeigen zu können. Punkt, Punkt, Punkt. Nur daran zu denken, dass man sie dazu programmieren könnte, die Schuss- oder Kampfreflexe des Trägers zu kopieren. Das wäre wirklich faszinierend für die Kriegsführung. Das nächste Krieg. Ist dann mal wieder ich. Es gilt, noch ein paar Probleme auszubügeln, bevor der Y-17 Traumharnisch bereit für die Massenproduktion ist. Die richtige Menge an Verletzungen zu kalibrieren, um den Anzug auszulösen, bleibt problematisch. Trotzdem, die kleinen Yangtze-Subjekte konnten kaum protestieren, wenn sie erstmal im Harnisch steckten. Wenn keine Heimatbasis festgelegt ist, startet der Anzug einen unvorhersehbaren Wanderstatus. Und, wie wir festgestellt haben, als wir Verletzungsstufen kalibriert haben, die Sensoren des Anzugs nicht in der Lage zu erkennen, ob der Träger des Anzugs tot ist. Glücklicherweise ist vollautomatische Leichenwiederbeschaffung fast so nützlich wie vollautomatische Verletzungsbergung. Krass, du steckst in einem Anzug und der Anzug läuft für dich und macht alles. Und du bist eigentlich nur in dem Anzug, um da zu sein, um anwesend zu sein. Und das kann ich nicht ansprechen. Wo muss ich aber denn? Aber um echt zu sein, ich weiß nicht, was ein Harnisch ist. Also ich auch nicht. Irgendwas muss ich hier doch machen. Ja, sonst kriegst du ja das blaue Ding nicht auf. Wahrscheinlich irgendwie in der Mitte. Unten, oder? Könnte das? Könnte nicht das. Ah, ich weiß schon, das Ding da hinten leuchtet. Tun das nicht alle oben auch? Ich muss bin hier ich der Meinung, also diese Geräte, die haben auch geleuchtet. So. Ich öffne erstmal den Spind. Da auch nicht. Irgendwie, wenn ich, guck mal, wenn oder ich hier hingehe. Direkt neben diesen. Erzähl du zuerst, ich hör zu. Ja, irgendwie will dieser Cursor mich die ganze Zeit verarschen. Okay, warum das denn? Keine Ahnung, ich gehe nach oben. Warte mal, geh mal zuerst neben die Tür, da ist doch auch irgendwas da, dieses Steuerpult daneben. Ja, ich sehe ja, wo die Markierung ist, wo was sein sollte. Ach so. Ach so, ich hab's schon gefunden. Beckenprojekt Autodoc. Zack. Ach so. Und das war's auch schon in diesem Raum.
Das war's. Das ist ja easy, genau. Und das du willst nicht wissen, was hinter dieser blauen Markierung ist? Also hinter dieser blauen Tür? Da komme ich nicht rein. Meinst du, ich denke, das kriegt man auch irgendwie auf. Also das wäre ja gelacht. Ehrlich. Da liegt eine Waffe oder sowas. Siehst du das? Das meine ich ja, und da liegt auch eine Notiz auf dem Boden. Das ist keine Notiz, das ist nur ein Klemmbrett. Ist ein Klemmbrett? Okay. Stimmt, ich muss mal gucken. Vielleicht gibt's hier ein Terminal zum Öffnen. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das öffnet sich nachher erst mit irgendetwas. Weiß es nicht, man weiß es nicht. Kann ich nicht. Also deswegen, ich will nur mal drauf hinweisen. Dass du ja auch nichts übersiehst. Stützbandage, OP-Schlauch. Was haben wir in der Metallkiste drin? Oh, Patronen und Kronkorken. Oh! Da, guck mal, was haben wir denn da? Das hätten wir übersehen, oder? Autodoc Upgrade Implantat C13. Wow. Awesome. Kannst du gleich wieder viel was lesen. Auch noch nicht. Ehrlich. Boah, Husten. Entschuldigung. Kronkorken. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Gut, dass ich an alles denke. Ja, gut. Werkzeugschrank. Pümpel. Den habe ich gar nicht gesehen. Ist für mich ein bisschen zu dunkel gerade, aber. Ja, es ist für mich auch irgendwie zu dunkel. Warum? Ja, ich lasse die Lampe an, ist ja gut. Ja, dann lies mal vor. Ich muss jetzt wieder lesen. Ja. Okay. Dann schalt mal runter auf die Nein, das ist das musst du erstmal. Das lies erstmal das und dann das andere. Ach so, dieses Holoband enthält eine. Upgrade-Datei für den Beckenroboterassistenten Autodoc. Und noch eins. Erinnerst du dich schon? Dieses Holoband enthält das Funktionsprofil für den Beckenroboterassistenten Autodoc, ja. Zurück zu Big Empty. So, gucken wir mal weiter. Das ist gerade echt einfach nur rumgelaufen. Stumpfes Rumgelaufen irgendwie. Fast schon langweilig. Ja. das ist wirklich langweilig. Also, naja. Ja, aber Fallout New Vegas, wer sich sowas anguckt, von den Fallout... Den würde es nicht interessieren. Wer sich das nicht anguckt, den würde es auch nicht interessieren, aber wer es sich anguckt, es gibt da Leute, die Fallout halt total mögen und sich das dann angucken werden bei mir. Übrigens, ist dir aufgefallen, dass bei der Waffe sich die Ohren da die ganze Zeit bewegen? Das Ding hat Ohren? Ach! Da! Ja, die Dinger da, die bewegen sich die ganze Zeit. Siehst du das immer so hoch und runter? Ich dachte, was ist das denn? Das sind Ohren. Schätze ich mal schon. Meinten die ja irgendwie was von, ne? Ja, jetzt gehe ich auch mal davon aus, dass es sowas ist. Ja, genau. Einfach nicht die Brücke benutzen, einfach darüber. Ja, warum nicht, ne? Normal. Das mache ich auch immer. Wie nicht. Ja, wie nicht. Einfach immer. Nee, Schulbus ist lame, ist E-Out. Einfach hinten an den Zug dranhängen. Passt schon. Schmeißgranaten. Wie sich die Dinger einfach bewegen. Ich habe keine Granaten. Schmeiß deine Waffe. Nein. Knurre, knurre, bell, bell. Haben die jetzt so geknurrt? Ding warnt dich. Ja? Ich glaube, das warnt dich, wenn du irgendwie. What the fuck, was ist das für ein Vieh? What the? Achso, das ist nur ein Nachtpirscher. Bist du nur ein Nachtpirscher? Das ist nur ein Hund, der dich aufessen will. Aber das ist ein Schlangenhund, guck mal. Für sein Rückgrat, das Rückgrat von dem Vieh ist sozusagen Schlange und das Vieh fliegt erstmal einen halben Meter hoch und Schlagen die sich gerade gegenseitig? Ich habe keine Ahnung, ich hoffe jedenfalls nicht und ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich tot bin. Ich habe nämlich das Gefühl. Gut, dass ich geguckt habe. Der hat einen Rösti. Ein Rösti? Oh, und der ist auseinandergeflogen. Und der auch. Ein Flammschwert oder was? Ja, sowas wie ein Flammschwert. Hast du gesehen, wie die auseinandergeflogen sind? Ja, so in 3 FPS nein. Quatsch. Oh, Saturnit-Faust. Nice. Und Röstis habe ich eigentlich genug, den brauche ich nicht mitnehmen. Guck, das ist nur ein Rösti. Ja, warum hat der eine Kaffeetasse dabei? Ist der. Und da kommen schon die nächsten. Hobo-Penner sind überall. Hast du auch noch irgendwas Interessantes an Waffen? Also irgendwas Spektakuläres zum Zeigen? Ja, kann ich dir gleich zeigen. Die Sounds sind gerade ziemlich laut. Runterstellen? Ja, man hört dich trotzdem, keine Angst. Laubbläser, ja. Klar, dass der wieder ein Laubbläser dabei ist. Der hat auch eine Sautonit-Faust. Ja, ich habe noch was Schönes, pass mal auf, was wir mal benutzen können. Monika. Leck doch nicht meine so. Brat. Monika. Ich kann das überhaupt nicht, das ist total cool, wenn ich das mal höre. Schanadeser. Ich nehme jetzt mal die Buschbüchse nämlich. Du hast cool. Eine Kamera dabei, du hast eine Kodak dabei. Ja.
Hab ich. Toll. Willst du mal meine Kamera sehen? Oh, das Kodak ist keine Kamera. R9000. Das ist wirklich eine Kamera. Ja, ja. Lol. Ja, ja, damit kann man sogar Fotos schießen. Das war mal eine Mission in diesem Spiel, in diesem Dingen. So muss das sein, ne? Zwei Schüsse und der ist weg. Und der Kopf, der rollt weg. Den Kopf kann ich sogar aufnehmen. Jetzt müsste wirklich so eine Musik kommen. You spin me right round, baby, ja. Right round. You spin, warte, das passt noch besser, wenn ich das hier mache. Pass mal auf. Ist das der Kopf? Das ist der Kopf. Ey, nehm ihn doch. Durchsuchen kannst du seinen Kopf. Ja, bringt mir aber nicht viel, weil ich den Körper schon... Moment, da mache ich es mit dem Körper. Pass mal auf, wenn das jetzt hier geht. Bei Fallout 3 geht das. Ja, das geht. You spin me right round, baby. You spin me right round, baby, right round. Da kommt ein Gegner. Oder? Nee, doch nicht. Weißt du was? Hä? Wo? Hä? Halt, warte. Ah! Hä? Ah. Guck mal hier, den nehme ich jetzt mal mit. Was mich immer noch irritiert, Opa. Warum tragen die alle Kittel? Wurden die alle von dem Typen da irgendwie so zu dem gemacht, was sie sind, oder? Das frage ich mich der auch. Bügeleisen dabei, der hat ein Bügeleisen warum dabei. Warum drücke ich mich die ganze Zeit? Ich spring doch hoch. Ja, der eine hatte auch ein Bügeleisen dabei. So, komm mit, Körper. Ich verdrück mich die ganze Zeit. So. Ja, puzzle den mal mit seinem Körper, mit seinem Kopf wieder zusammen. Das macht er schon alleine. So, okay. Ja. Der wird sich schon alleine wieder zusammen puzzeln. Was ist das? Keine Ahnung, ich sehe nur, dass da hinten auf einmal Typen sind. Und dass meine Trefferchancen nicht so gut sind von hier. Aber per Hand, manuell, oh mein Gott. Mit einem Schuss, geil. Die haben auch so eine Laser-Axt. Cool, da kann ich die andere gleich reparieren. Krass, wie die Waffe abgeht, die ich gerade benutze. Puh. Schieß auf seine Beine, schieß auf seine Beine, schieß auf seine Beine, schieß auf seine Beine. Okay, ich mach's aber so. Wird er denn umfallen oder? Ah, ja, eigentlich schon, ein krüppelt der ein bisschen rum. Ich sollte mich mal heilen. Ich vergesse immer das Heilen, weil ich denke, ich bin so unbesiegbar, dass die mich eh nicht töten können. So anscheinend ja nicht. No scope! Ja, ist so. Puh. Hallo! Der versteckt sich aber richtig perfekt. Boah, dieser Blut! Effekte da immer. Das ist so krass. Wie lange machst du jetzt eigentlich schon? Und wie lange willst du jeden Part machen? Ich schneide ja nicht pro Part. Ich schneide das ja, ich meine ja nur, das ist ja nicht das Problem. Ich meine ja nur, wie lange machst du deine Parts an sich? So. 15 Minuten. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? 30 fast. Dann würde ich sagen, machen wir eine Stunde und dann? Eine Stunde und dann machen wir Pause. Ja. Vielleicht nehme ich dann beim nächsten Mal auch alleine auf. Ich weiß ja nicht, wie du Lust hast. Mal gucken, ne? Man weiß es nicht. Ich habe immer Lust, aber... Nicht auf Fallout. Fallout ist immer so ein Ding. Zugucken und Gastmoderieren mache ich ja eh relativ gerne, wenn dann halt auch wirklich... Vor allem, wenn dann noch Gesprächsthemen jetzt so aufkommen, ne? Ich kann dir mal ein bisschen... Ja. Weißt du, bei Fallout ist ja auch das Geilste. Die Uhren stehen alle auf knapp 10 vor 10, weil nämlich 10... 10 vor 10, bin ich doof. Die Uhren stehen alle auf knapp 10 vor... Ne doch, 10 vor 10 war das. 10 vor 10, weil nämlich um 10 vor 10 die Bomben gefallen sind, die Welt zerstört haben. Deswegen, und da sind ja alle Uhren stehen geblieben, weil da so eine Atombombe, die Batterien und so... ja. Ach, aber die Geschichte, die kenne ich schon. Naja, aber weil die halt... Geschichte. Weil die halt um 10 vor die Bomben fielen... Krass. Und du nicht triffst. Wir können ja auch mal über andere Themen reden, wie zum Beispiel Fukushima, nein. Quatsch. Ja, genau, Fukushima. Fallout Fukushima, ne? Passt gerade super zusammen, also. Da boah, ey, Leute. Nein. Das sind mir gerade zu viele Leute hier irgendwie. Ja, Fukushima ist jetzt auch irgendwie nicht mehr in aller Munde, ne? Also irgendwie interessiert das gerade keinen mehr. Halt, ne? Nee. Find ich irgendwie traurig. Komm. Stier! Nimm die Axt! Rambo! Okay, ich spiele Rambo. Naja, schieß ihn jetzt mal. Der hat eine starke Waffe. Der hat eine. Moment, ich mach mal hier. Die Kamera und töte ihn damit. Los! Klar, na, ich nehme jetzt die Axt. Yeah!
Damage. So. Awesome. Awesome Power, ne? Ich würde mir die Waffe von dem anderen Typen dann noch mitnehmen. Ja, klar. Denkst du denn? Denkst du, ich lass die liegen? Eventuell. Weiß ja nie. Der hat eine 10 mm. Die nehme ich auch mal mit. Vielleicht benutze ich die gleich sogar mal. Ich habe echt so lange keine 10 mm Pistole mehr benutzt, ne? Jagdrevolver mit Jagdrevolver reparieren. Bloß nicht fair reparieren. Also falsch reparieren. Sonst habe ich nämlich wieder Sachen zu wenig. Man kann nämlich einzigartige Waffen auch mit anderen Waffen, mit normalen Waffen reparieren. Dann sind die einzigartigen nämlich weg. Toll. Klasse. Ja, das ist scheiße. Das ist sehr scheiße, wenn das mal passiert. Mir ist das schon so oft passiert. Ich mache jetzt aber mal hier kurz. Nebenbei, weil ich keinen Bock habe, wenn ich sterbe, dass ich dann alles nochmal machen muss. So, okay, mach dir keine automatischen Speicherpunkte? So? Nee.